Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen hier zu FIFA 17, heute in alter Frische mit einem neuen Controller. Ja, ich habe mir jetzt einfach mal den Xbox One Controller gekauft, weil ich dachte, immer nur den Xbox 360 Controller kaputt machen ist auch zu langweilig. Wir starten also nochmal neu gegen Hoffenheim. Ich habe überlegt, direkt ein Eigentor zu machen, aber ich dachte, nee, der Treffer war eh nicht verdient und unfair. Von daher fangen wir jetzt einfach nochmal ganz neu an. Ja, ihr habt den letzten Part ja sicherlich gesehen. Ja, okay, gut, der ist halt komplett weg, der Ball. Nee, ich habe überhaupt nicht in die Mitte gedrückt. Das ist richtig komisch mit den Metern. Genau, anlaufen war es und jetzt schieße ich so, zack. Ja, genau so sollte das sein. Junge, dieses Holz, das hat einfach die schlechteste Textur des Jahres. Guckt euch das mal an, Alter. So, genau dahin. Bam! Aber okay, es geht anscheinend noch höher. Okay, einen mache ich noch. Ich will einfach mal hochschießen jetzt. Okay, so ist wahrscheinlich zu hoch. Nee, okay, so wäre perfekt. Ja, denn ich dachte schon, er geht zu hoch, um ehrlich zu sein. Okay, heute also gegen Hoffenheim. Wir spielen trotzdem im Schnee, auch wenn wir neu gestartet haben. Ja, das wollte ich eigentlich nur verhindern. Deswegen habe ich den Controller halt kaputt gemacht. Und bevor übrigens wieder 50 Leute fragen, nein, die Facecam kann ich nicht größer machen. Ja, das Problem daran ist einfach, dass ich mit Shadowplay aufnehme. An sich hat das Programm zwar mega viele Fehler, aber wenn es funktioniert, dann funktioniert es richtig gut, muss man zugeben. Leider, auch wenn ich das nicht so gerne wahrhaben würde. Jetzt da kann Kumbela laufen, warum auch immer der außen steht. Ja, ey, Junge! Veränderung einer klaren Torchance, der war ja schon drin. Ja, wird natürlich gelb geben. Oder das Spiel buggt, nee. Ja, da hat er auf einmal dann die gelbe Karte. Ja, mit Shadowplay kann man das leider nicht größer machen, die Facecam. Deswegen muss, also es ist halt die mittlere Größe. Es würde noch eins größer gehen, aber dann geht das über einen halben Bildschirm. Und das wäre zu groß, deswegen geht das leider nicht. Deswegen müsst ihr euch leider damit abfinden. Ich meine, klar, ich könnte theoretisch auch mit OBS aufnehmen, aber ich weiß nicht, ich habe mit Shadowplay, finde ich dafür einfach besser. Es zieht weniger Ressourcen. FIFA läuft mit OBS manchmal nicht so ganz. Das laggt hin und wieder und deswegen finde ich persönlich, dass Shadowplay dafür auf jeden Fall besser gemacht. Das Ding habe ich mir richtig schön geholt. Jetzt müsste hier laufen. Ja, die kommen da leider zurück. Ja, grätsch doch nochmal, Bruder. Das hat ja beim ersten Mal schon ganz gut geklappt. Ey! Okay, ich habe ehrlich gesagt jetzt echt gehofft, dass er einfach nochmal grätscht. Und dass es dann der ist, der schon die gelbe hatte. Und ja, der dann rot hat und komplett weg ist und ich dann gewonnen habe. Aber leider nicht. Also man muss auf jeden Fall sagen, bisher Hoffenheim nicht so stark wie im letzten Spiel. Ja, okay, der Pass hätte ich vielleicht nicht so machen sollen. What the fuck, ey. Junge, Not gegen Elend. Okay, jetzt lauf erstmal, befrei dich von ihm. Wir laufen momentan auch nur über eine Seite. Das sollten wir vielleicht auch nochmal ändern. Kumbela, leider kriegt er den dann nicht. Na komm, hinterher. Ja, jetzt muss ich hier bei dem Außen bleiben mit dem Spieler. Das war schön gespielt. Aber den habe ich natürlich locker easy aus dem 16er gegettet hier. Schon wieder über die Seite. Ich will es gar nicht. Es passiert einfach so. Es ist richtig komisch. Ich könnte übrigens auch mal ein bisschen jetzt mal von hinten anfangen zu spielen. So, dann sind wir nämlich perfekt durch. Ja, komm, jetzt können wir mal hier. Komm, lauf, Bruder. Jetzt geben wir ihm auch mal die Möglichkeit, hier was zu reißen. Der Ball kommt sogar richtig schön an. Einwurf für uns ist auch gar nicht mal so schlecht. Weil das Einzige, was ich jetzt gemacht hätte, wäre so eine dumme Flanke reinzuhauen. Oh, jetzt. Oh, ja, Zeit und Platz und Ecke, glaube ich. Jawohl, da brauchst du dich gar nicht ärgern. Ich habe ehrlich gesagt nichts anderes erwartet. So, ja, er steht zu weit. Ah, okay, kriegt der Torwart safe. Kriegt er nicht safe, okay. Einfach nochmal versuchen, hier einen reinzuzimmern. Mit dem Kopf nochmal versuchen, jetzt nicht ausgekontert zu werden. Aber eigentlich nicht. Ja, den habe ich auch schon wieder. Der ist verarscht, oh mein Gott. Ah, schieß! Ja, den hat der Torwart safe. Ich hätte vielleicht noch warten sollen. Eventuell hätte der mich gefoult, aber der kam zu nah dran. Und der hätte wahrscheinlich eher den Ball auch einfach abgeblockt. Also so weggeblockt zur Seite, als dass er mich getroffen hätte. Ja, okay, kann man pfeifen, ist okay. Ja, muss ich zugeben, Leute, kann man mal pfeifen. Ich weiß gar nicht, was das ist. Ich glaube, ist es das Viertelfinale schon oder das Achtelfinale? Ich überlege, ich meine, das ist das Viertelfinale sogar schon. Ja, also fünfter Platz, Viertelfinale. Also das ist einfach ein Dream, ja, dieses Jahr. Und trotzdem habe ich nur eine Bewertung von 68, weil ich irgendwie zwei, drei Sachen ja bisher noch nicht gemacht habe. Einer meinte auch mit diesem Finanz, mit dem Gewinn, das wird erst am Ende berechnet. Und der meinte wohl, wenn ich mich so halte, habe ich 13 bis 16 Millionen. Das ist aber auch ziemlich wenig. Ich weiß gar nicht, was da stand, in wie vielen Saisons. Aber ich meine am Ende der Saison. Das heißt, die wollen eigentlich schon, dass ich mehr Leute verkaufe, als ich hole oder... Ach, keine Ahnung, ich kenne mich da nicht aus. Ich weiß nicht, wie es gerechnet wird. Sieht für mich aber eher unnötig aus. So, er läuft nicht so wirklich. Okay, der sollte da nicht hin, aber der hätte den sowieso nicht bekommen. Deswegen muss ich mich da jetzt auch nicht aufregen. Dieser Schnee sieht einfach richtig schlecht aus. Ist euch das mal aufgefallen?
Mir fällt es gerade auf. Deswegen erkläre ich euch das. Also was heißt erklären, aber ich sag's euch. Ja, okay, jetzt hat er eine Ecke. Ja, nice. Ja, das war's. Ich stelle mich schon mal schön hier auf die Linie mit dem Spieler, weil der wird safe nicht so kommen wie die erste Ecke in dem Spiel, was wir davor hatten. Muss ich gucken, welchen Spieler ich hier gekriegt habe. Ja, oh, da habe ich ihn. Ja, okay, ich dachte, er läuft neben mir, aber er hat wohl nicht so viel Lust. Okay, jetzt hier kommt, Leute, lauf. Ja, okay, ich dachte, er ist schneller. Unser Hochscheid leider nicht. Ja, Digga, willst du jetzt vielleicht aufstehen oder. Ah, da bin ich zu spät gekommen. Aber zum Glück habe ich nicht getroffen. Laut FIFA. Wo ich glaube, ich habe schon ein bisschen getroffen. Okay, jetzt ruhig. Erstmal hier irgendwie Ruhe reinbringen. Aber da kann ich. Schade, hätte ich durchgespielt, dann wäre das ein extrem nicer Pass gewesen. Aber so leider. Jetzt habe ich ihm Zeit gelassen, weil ich den falschen Spieler bekommen habe. Danke FIFA dafür. Sehr schön abgeblockt. Aber jetzt haben sie noch Chancen auf den Nachschuss. Aber auch die Gefahr ist gebannt, meine Freunde. Also ich habe irgendwie bisher so das Gefühl, es ist ein relativ ausgeglichenes Spiel. Aber man muss zugeben, dass Hoffenheim auf jeden Fall, also finde ich zumindest, gefährlicher vom Tor ist. Also sie haben jetzt auch noch keine so richtige Torchance gehabt, aber sie sind immer nah am 16er, haben da immer relativ viel Platz. Ich kriege die eigentlich immer oder öfters halt im letzten Moment erst irgendwie zu fassen. Und ja, deswegen würde ich einfach mal sagen, dass die auf jeden Fall gerade gar nicht so schlecht sind. Jetzt auch das 1-0 machen. Ne, okay. Ich hätte jetzt aber safe damit gerechnet. So, wo spiele ich hin? Irgendwo da oben hin. Kriege ich den überhaupt noch? Das wird knapp. Ne, leider nicht. War ein bisschen zu hoch. Wäre ein bisschen weniger steil gekommen, wäre das aber gar nicht so schlecht. Dann hätte ich den noch gekriegt und dann easy going. Okay, den könnte ich aber mal haben. Habe ich den? Ja. Okay. Nice, ganz neuer Controller. Erstmal direkt die Verbindung verloren und direkt wiederbekommen. Aber wenigstens direkt wiederbekommen. So, das muss man ja auch mal hier hoch anrechnen. Oh, den kriege ich. Oh, da habe ich jetzt Platz. Habe ich Platz? Da spiele ich einfach mal in die Mitte. Oh mein Gott, Alter! Genau so geht das. Das ist einfach Abdullah. Der kann es einfach. Das ist mein Mann. Guck, da ist er halt nicht mitgekommen, hatte ich da Platz, habe ich gesehen, der läuft da. Der kam sogar gar nicht so, wie ich wollte, um ehrlich zu sein. Ich glaube sogar fast, wenn der Torwart da nicht gegengekommen wäre. Nee, okay, ich glaube, der wäre trotzdem drin gewesen. Oh mein Gott, was ein Tor, Alter. Schön nochmal vor der Halbzeit hier nochmal einen reingegettet. Das ist perfekt, das ist eine schöne Ausgangsposition auf jeden Fall jetzt für uns. Weil wir jetzt auf jeden Fall eigentlich schon fast safe in die Verlängerung kommen, würde ich sagen. Ja, komm. Ja, schade. Ja, mit solchen Pässen können die uns hier natürlich nichts antun. Außer natürlich, dann kommt so ein Fehlpass fast von unseren Leuten. Komm, einfach weg jetzt erstmal. Erstmal ruhig halten, weil ich hatte auch keine Anspielstation. Wir spielen jetzt mal hier auch auf Konter, weil, ja, Hoffenheim wird jetzt auf jeden Fall mehr Druck ausüben, würde ich sagen. Und mal ganz davon abgesehen, müssen die auch einfach kommen. So, ne? Und wir sind ja generell auch nicht die stärkste Mannschaft bisher in dem Spiel, auch wenn wir am meisten Schüsse und alles haben. Aber wir sind trotzdem eigentlich nicht, würde ich zumindest nicht so sagen, unbedingt die spielführende Mannschaft. Also es ist noch relativ ausgeglichen. Und dadurch, dass Hoffenheim jetzt in der zweiten Halbzeit safe noch einen drauflegen muss, weil die sonst einfach safe raus sind, spielen wir einfach mal auf Konter und verlieren erstmal den Ball. Ja, danke, Ofusu. Ist auch, ich weiß, ich kann den einfach nicht ab, ich weiß nicht, also in FIFA jetzt, in echt kenne ich ihn ja nicht, aber ich kann den einfach nicht ab in FIFA. Aber ist halt momentan noch unser bester Spieler auf der Position. Okay, da dachte ich, dass ich näher dran bin. Okay, den sollte ich aber locker weghauen können, aber da kommt der Ball schon wieder zurück. Das ging ja schnell. Ja, schön abgeblockt, leider wieder zur Ecke. Ecken sind immer so ein. Ich mag Ecken nicht gegen mich, auf keinen Fall. Ist immer sehr stressig. Aber die kommt nicht so geil. Okay, die kommt doch besser als erwartet sogar. Komm, einfach klärt zum Einwurf besser als eine Ecke. Ja, wie gesagt, Hoffenheim macht Druck. Und das merkt man. Gut, außer so. Es wird natürlich nichts, auch wenn der jetzt auch nicht so nice rausgespielt worden ist. Er kriegt den Kopfball nicht. Hätte mich auch gewundert, wenn ich da mal. Ja, nix, Digga. Und jetzt schön den Konter hier. Da hat er Platz, da kann er laufen. Aber nur bis hierhin. Ah, ich dachte, er läuft auch. Jetzt habe ich leider hochgespielt, weil ich dachte, er läuft durch die beiden. Und damit ich den Ball halt eher bekomme, wollte ich den hochspielen. Ich dachte jetzt, er macht ein Eigentor. Das wäre es jetzt noch gewesen. Okay, das war auch nicht schlecht von denen gemacht. Da kriege ich den aber, kann ihn ruhig nach hinten spielen. Hallo, nimm ihn doch auch mal.
Okay, der läuft nicht mit nach vorne. Oh, ah, okay. Wenn die da jetzt angegriffen hätten, wenn die da ein bisschen Pressing reingetan hätten. Ich habe keine Anspielstation. Das ist so mein Problem gerade. Jetzt ist da oben einer, aber ich versuche es lieber so, weil ich den zu spät gesehen hatte und verliere jetzt den Ball an einer sehr gefährlichen Position. Da lackt er sich noch durch. Aber dann stehe ich da zum Glück perfekt und kann den Ball erstmal wieder nehmen und nach vorne spielen. Hab ihn jetzt sogar. Ja, da läuft er. Nein, ich dachte, er läuft. Och Mann, ey. Ja, schade. Da hat die Abstimmung in dem Team nicht so ganz gepasst. Ja gut, aber bis jetzt verteidige ich das auf jeden Fall ganz gut, finde ich. Also man merkt, dass ich sehr lange kein FIFA mehr gespielt habe. Okay, jetzt hat er Platz. Kann er flanken, aber die Flanke kommt leider direkt auf unsere Abwehr. Also was heißt leider? Für uns ist es gut, ne? Aber für Hoffenheim ist es natürlich nicht so toll. Oha, da bin ich jetzt aber durchgegangen. Jetzt habe ich wieder Platz, aber er ist nicht so schnell. Jetzt kann ich auf ihn spielen. Nein, er bleibt genau da stehen. Lol. Was für ein Bad Luck einfach, ey. Er läuft die ganze Zeit und dann plötzlich bleibt er stehen. Komm, er kann gleich nicht mehr. Ja, wir versuchen vielleicht mal. Jetzt hätte ich da gerade den Ball holen können. Also Hochscheid ist zum Beispiel schon ziemlich gefickt. Haben wir überhaupt noch einen Stürmer mit? Nee, der ist, glaube ich, verletzt oder so, ne? Wir packen ihn trotzdem mal raus, weil der hat nicht mehr so viel Ausdauer. Und ich glaube, über die Seite geht sogar mit am meisten momentan. Das wäre also ganz nice. So, Hamdullah ist in der Mitte. Will aber auch gar nicht köpfen. Oh Mann, ey, wenn der noch reingegangen wäre, dann wären wir safe weiter. So, hallo, kann ich das bitte bewegen? Ja, danke. So, wir machen mal dahin. Ja, der Torwart safe. Na gut, hat er gar nicht so safe. Oh mein Gott. Ja, okay, so kann ich leider nicht schießen. Ah, hätte der Torwart nicht aufgepasst, wäre der vielleicht drin gewesen. Hihihi, man weiß es nicht. Sehr schön, direkt zum Gegner wieder geköpft. Aber wir haben das Kopfballduell gewonnen. Also erstmal genau nach hinten spielen. Jetzt langsam nach vorne. Und dann, oh, sehr schön. Und das Reichel. Wird das reicheln? Nein, hätte man Elfmeter pfeifen können, meiner Meinung nach. Hätte man machen können. Oh, jetzt habe ich hier aber verkackt. Jetzt muss ich mit dem Spieler nämlich raus. Jetzt ist der ungedeckt. Aber zum Glück, Hoffenheim will heute gar nicht gewinnen. Ich habe übrigens die Schwierigkeit nicht umgestellt. Sage ich jetzt auch nur, weil mir das gerade so vorkommt, als wenn ich das getan hätte. Oh, da gehe ich einfach durch. Junge, Junge, Hoffenheim ist schon gerade echt scheiße. Das ist vielleicht dieses Momentum in FIFA. Ah, okay, ich bin auch nicht viel besser. Okay, ich dachte, er spielt schon direkt nach oben, hat aber nochmal zur Seite gespielt. Den kriegt er nicht. Nice. So, mein nächstes Spiel ist anscheinend am 11. Februar gegen Hamburg. Ich glaube, Hamburg spielt hier auch um den Abstieg, soweit ich weiß. Aber ich kenne die Tabelle nicht auswendig. Lange nicht gespielt. Na komm, versuch's einfach, wenn er kriegst bestimmt einen Einwurf. Oder er drängt mich einfach des Todes weg. Nein, wäre ich da einfach weiter dran gegangen, aber ich wollte schon zum nächsten Spieler laufen, weil ich dachte, den kriege ich safe nicht. Oh, jetzt hat er natürlich richtig viel Platz. Oh, das ist bitter. Und dann kommt so eine Scheißlanke. Ich habe ein Glück, muss ich sagen. Ja gut, wir spielen ja kein Football. Du brauchst nicht in den Gegner reinlaufen. Oh, jetzt habe ich Scheiße gebaut. Boah, da habe ich jetzt auch nochmal Glück gehabt. Das wäre aber meine Schuld gewesen. Da habe ich echt Scheiße verteidigt gerade. Die haben jetzt übrigens auch mal ausgewechselt. Gut, ich habe passen gedrückt. Ja, nice. Genau da sollte der Ball hin. Guck, sowas meine ich halt. Da ist das Passsystem einfach komplett beschissen. Ach ja. Jetzt kommt nochmal der Stürmer hier mit nach hinten. Ich meine, 1-0 reicht uns ja. Können wir mal hier nochmal einen auf sehr defensiv setzen. Oh mein Gott, ja gut, wenn ich natürlich so spiele, dann habe ich jetzt natürlich hier die super Möglichkeit. Ich verkack's safe. Warum? Warum läuft Kombela nicht in die Mitte? Er läuft direkt neben mir. Ey, Digga, der kommt raus. Ohne Spaß, wir haben keinen Stürmer, aber der spielt nicht mehr. Wie kann man denn so beschissen laufen? Was soll das? Komm, das ist deine Chance, Olmacic. Und ich lasse ihn auch auf der falschen Seite. Wie schlecht kann man sein? Er hätte einfach nur nach außen laufen müssen. Also in den komplett freien Raum. Nein. Er bringt halt dazu natürlich auch noch den Gegenspieler zu mir zu laufen, weil der natürlich perfekt decken kann. Dann habe ich gar keine Möglichkeit, irgendwas zu machen. Richtig klasse. Genau so spielt man Fußball. So, den habe ich natürlich gesehen, aber da kommt der Ball nicht hin. Ja, Kumbela reißt halt wirklich gar nichts, macht nur Fehler.
Oh, man nimmt den Ball doch ein bisschen langsamer an noch. Also Hoffenheim steht gerade extrem offen hinten, aber ja, mit Kumbela in der Spitze ist es natürlich schwierig, hier was zu reißen. Ja, okay, der kommt ein bisschen zu... Ah, schade, okay, ich dachte, er schießt noch gegen mich oder so. Aber wir haben erstmal einen Einwurf. In der 90. plus 2. Ich bin nur leider kein Zeitspieler, deswegen werde ich hier einfach ganz normal spielen. Oh, schade. Aber er pfeift ab. Ja, 1:0. Kumbela hat bewiesen, dass er keine Stammplatzposition möchte. Kann man sich das nochmal angucken? Nee, leider nicht. Schade. Ja, da müssen wir das leider so beenden. Auf jeden Fall 1:0 gewonnen, war ein ziemlich ausgeglichenes Spiel. Ich weiß immer noch nicht, ob das das Viertel- oder Halbfinale oder was auch immer war. Es war das Achtel... Ach nee, es war das Viertelfinale. Im Halbfinale müssen wir jetzt gegen Dortmund. Die haben auch Bayern schon rausgehauen. Oha. Ach nee, haben sie nicht. Köln hat Bayern rausgehauen. So. Ja, okay, die haben erst 3:0 gewonnen, jetzt 2:1. Also jetzt müssten sie ja eigentlich dann auch verlieren, würde ich sagen. Und dann im Finale rein theoretisch gegen Darmstadt, obwohl die Letzter sind, what the fuck. Oder gegen Schalke, wohl eher gegen Schalke, nehme ich mal an. Und Schalke hat uns letzte Saison ja schon ziemlich weggefickt. So, verbleibende Tage 3. Also ich kann halt gerade nicht trainieren, aber dadurch, dass wir jetzt am Samstag direkt wieder ein Spiel haben, sind wir ziemlich gefickt. So, Turnierpreisgeld, nochmal 1 Million. Nice, das ist doch perfekt. Vertrag abgelehnt. Genau, wir haben ja noch hier mit den Verträgen, muss ich mal gucken. Jetzt ist es sogar um 1 gestiegen, auf 69. Ja, es war ja 68. Wir müssen mal gucken, hier Nachwuchsdings. Ich meine, das sind ja verbleibende Saisons, haben wir noch 2. Verpflichte einen wichtigen Spieler für die Mannschaft. Okay, das haben wir jetzt nicht gemacht, aber ganz ehrlich, ich meine, ich brauche auch keinen. Ich finde, im Mittelfeld für Braunschweig finde ich komplett in Ordnung. So, Erfolge, das habe ich geschafft. Abstieg vermeiden ist mit Rang 5 auf jeden Fall auch ganz gut. Vielleicht schaffen wir auch schon das Langfristige. Beendet die Saison mit einem Gewinn von 20 Millionen. Wie gesagt, ich glaube nicht, dass ich das schaffe, wobei wir jetzt halt schon wieder 1 Million auf jeden Fall bekommen haben. Also das ist auf jeden Fall dann natürlich fraglich. Ich weiß auch nicht, Profit, minus 6 Millionen anscheinend haben wir verloren, weil wir uns der Spieler gekauft haben und alles. 18 Millionen Einnahmen. Vereinswert, Prognose, ne? Ja gut, keine Ahnung, ne? Die Ausgabe, Transfer, Scouting-Netzwerk, Nachwuchszentrum, Reisekosten. Ja, das alles geht natürlich so ein bisschen da rein, ne? Das muss man natürlich sagen. Ich habe ein Transferbudget von jetzt 1,8 Millionen, das ist gar nicht mal so wenig, aber ich kann momentan noch nicht viel damit anfangen. So, dann wollen wir mal gucken, ich wollte jetzt irgendwas schauen, ich wollte es eigentlich so lassen, ich wollte jetzt gucken... Wie sieht das denn momentan aus? So, jeder hat 19 Spiele, perfekt. Das heißt, wir sind jetzt, spielen wir alle so gesehen gleichzeitig. Übrigens ist Schalke auch noch Erster. Also Pokal und Meisterschaft sind drin. Wir spielen jetzt gegen Hamburg. Stimmt, die spielen um den Abstieg. Wenn die das verlieren, Freiburg, Bremen, Darmstadt, also Freiburg und Bremen hätten auf jeden Fall die Chance zu überholen. Junge, Darmstadt ist einfach 18. Reißt gar nichts und ist im Halbfinale. Ey, geht einfach nicht. Sollten wir gewinnen, rein theoretisch könnten wir tatsächlich schon auf Platz 4 rutschen. Platz 3 wäre von den Punkten her gleich. Allerdings müssten wir dafür 9 Tore schießen, beziehungsweise eher 8. Weil die müssen ja auch mit mindestens einem verlieren. Also das wird eher nicht passieren. Und dann haben die auch immer noch mehr Tore. Also bräuchten wir sogar... Wir brauchen 9 Tore und die müssen mit einem verlieren. Genau so. Und ja, sieht auf jeden Fall ganz gut aus, wie gesagt. Also die ersten 4, das ist auf jeden Fall jetzt so mein Ziel. Weil ich sag mal, wann dann, können wir mal gucken, was geht in der zweiten Bundesliga so ab. Ne, können wir nicht, weil das sind einfach nur unsere Dinge. Ne, sind's nicht. Hey, what the fuck? Aber wahrscheinlich, weil wir mit 5. in der Euroleague sind. Ja, wäre aber trotzdem nice, dann nächstes Jahr international. Dann würde ich sagen, beenden wir den Part und wir freuen uns auf das Spiel gegen Hamburg, meine Freunde. Okay, thanks, bye.